was mache ich da? Ich habe gesagt, ich mache eine Felsenbrücke. Dazu habe ich jetzt einmal die Form so grob ausgeschnitten. Auch mit dem Heißdrahtschneider, mit dem Proxenhausdrahtschneider einmal so die Form ausgeschnitten. Dann habe ich auch mit dem Stanley-Messer oder Cuttermesser ein bisschen die Rundungen schon gemacht. Das wird noch ein bisschen besser werden. Aber ich habe auch mit einer Drahtbürste dann schon einmal einen rauen Obergrund gemacht, dass man das so sieht. Und mache gerade mit einem Bastelmesser, das sieht man aber eh schön, auch diese Querritzen hinein oder Risse, weil an dieser Felsenküste meistens eben diese Sandsteinüberlagerungen eben auch zwischendrinnen dann oft herausgewaschen werden, sodass das dann, wenn das dann angemahlen ist, dann auch wirklich so ausschaut, als wäre es aus Sandstein, das eben schon langsam eben auch von der Witterung kaputt gemacht wird. Es wird dann, folgt mir bitte, wird dann auch eben da dazukommen, dieser Felsenbogen. Und einfach, ich mache mit dem Bastelmesser einmal einen Schnitt, einen schrägen Schnitt und dann von der anderen Seite nochmal schräg dazu. Und dann wird das Stück herausgeholt. Ups. Und das schaut dann recht realistisch dann aus. Ihr werdet dann sehen, ganz besonders dann, wenn das bemalen ist, glaube ich, wird das dann sehr gut aussehen. So schaut das jetzt so halbwegs fertig aus, der Felsen. Mir gefällt das schon recht gut. Was muss ich jetzt noch machen? Ich putze jetzt noch Feinheiten heraus mit dem Bastelmesser, aber auch, wo ich merke, dass da irgendwo so Zipfelchen weghängen, dann ziehe ich die mit der Pinzette heraus, damit die dann, weil die werden sonst beim Anmalen, glaube ich, nicht so schön werden, wenn die drin bleiben. Die ziehe ich mit der Pinzette heraus, ganz vorsichtig. Ja, was ich jetzt auch gemacht habe, weil ja die Drahtbürste, die war, ich weiß nicht, ob ich das nächste Mal die Drahtbürste überhaupt verwenden werde, aber das sehe ich dann erst, wenn ich wieder mache. Was ich aber auch gemacht habe, ich habe eben mit dem Bastelmesser auch eben so die Streifen noch gemacht. Dadurch schaut das wirklich noch realistischer meiner Meinung nach aus. Jedenfalls ist er jetzt fertig von großteils halt. Das war gar nicht so wenig, da habe ich jetzt einige Stunden dran gearbeitet. Ja. Also schaut er dann bei der Seite aus, so wird er von so ausschauen, so schaut er von der Seite aus. Ja, ich habe noch einmal nachgeschaut beim Bild, eben oben auch eben Abrisse, wo das Wasser eben hinuntergeleitet und das Wasser eben diese Furchen gemacht hat. Und was ich auch noch mache, mit so einem eher festeren Pinsel, wie ihr sehen könnt, fahre ich auch zwischen die Furchen, um diese kleinen, Teilchen, die drinnen sind, eben herauszubekommen, damit die auch heraus sind, weil ich glaube, sonst da eben mit der Farbe würde das dann wieder irgendwie verstopfen, diese Furchen, und deswegen versuche ich so gut wie möglich die herauszubekommen. So, jetzt sind wir schon beim Malen der ersten Farbe, das ist Ocker. Der Sandstein ist es so ins Weiß-Ocker. Ich habe jetzt mich für Ocker entschieden. Weiß war mir fast zu weiß, um es leicht auszudrücken. Ja, es ist. Ich habe es zuerst einmal mit ein bisschen Gräsern probiert. Na, es ist besser am kleinen Festen, weil dann kommt man auch schön. Hey, ihr sollt es aber sehen. Na.
Mal Licht da noch dazu, dann schadet das gar nicht, gell? Man muss ja da auch in diese Ritzen hineinkommen. Und jetzt sieht man auch manchmal eben noch so Reste, die dann irgendwie wegstehen würden. Und die tut man dann einfach mit einer Pinzette dann noch entfernen. Dann fährt man wieder drüber. Ja, da tupft man, weil da sind ja teilweise auch feine Linien und Löcher, da tupft man dann rein. Es ist jetzt auch wieder eine längere Arbeit, wenn man haben will, dass das auch deckt und auch wirklich überall deckt. Ich mache da oben jetzt natürlich auch einmal dieses Ocker, weil da kommt dann ja ein bisschen oben braun und da auch noch braun rein. Und dann kommt man ja Gras geklebt. Ich habe noch ein Bild geschaut, das Gras ist und die Erden gehen meistens bis darunter bei diesen Einbuchtungen. Das machen wir nachher im Nachhinein. Aber jetzt die erste Schicht ist jetzt einmal eben dieses Ocker. Und ich muss sagen, das ist jetzt mein erster Felsen, habe ich sonst da immer gemacht. Mit so einer Art Pappmaché. Und jetzt habe ich wirklich bei Drain Dame gesehen, die machen das wirklich eben direkt am Styrodur. Und das schaut perfekt aus. Und das wollte ich jetzt nachmachen. Und ich finde auch, das schaut wirklich sehr, sehr, sehr gut aus. Und ja, damit ihr seht. Für unten weiter habe ich mir schon eben zwei, in dem Fall von der Krokodilklammern reingesteckt, damit ich dann unten malen kann, ohne dass ich mich weiß Gott wie anmale. Aber solange ich noch nicht so weit unten bin, halte ich das Stück natürlich als Ganzes. Guckt mal. Hier hat der Opa den Felsbogen gemacht. Und ich sag euch mal was. Na, das habe ich schon gezeigt, das brauchst du nicht. Na, dass er da vorne hinkommt. Ja, das habe ich schon gezeigt. Und hier, dieser Felsbogen, er hat da natürlich da ein bisschen eingeschnitten. Und zwar, als wären das die Kratzer vom Felsbogen. Das hier werden wir nochmal grau anmalen. Ein bisschen grau so dazu, wie, ja. Ja, dann schaut es auch wie ein echter Felsbogen aus. Ja. Und das war es natürlich. Und wenn der Felsbogen grau angemalt ist, werden wir ja natürlich noch immer eine Vorlage machen, halt so euch das wieder zeigen. Und wenn da drauf ist, werden wir es euch auch zeigen. Laut der Vorlage des Bildes, was ich da verwende, von einem Felsbogen in Frankreich. Ich kann das Bild leider nicht zeigen, weil es urheberrechtlich geschützt ist. Sind jetzt diese Risse eher mehr schwarz als braun. Also mache ich das jetzt, also ihr seht vielleicht, warte mal, ich werde das jetzt zeigen. Der Pinsel, ich muss da bei dem Ding immer ein bisschen weiter weggehen, ist recht dünn, aber es ist ein Flachpinsel. Ich habe jetzt schwarze Farbe genommen, teilweise mit mehr oder weniger Wasser verdünnt, fahre ich da zwischen rein, um dann eben diese Striche ein bisschen ins Dunkle zu bekommen. Grau würde nicht wirklich passen laut der Vorlage. Das wäre wieder zu wenig von der Farbe. Und dann tue ich wirklich sehr verdünnt da auch ein bisschen so drüber. Weil dann, entschuldigt, meine Frau singt da, ich weiß nicht, ob man das im Hintergrund hört.
dann auch diese anderen feinen Risse dann auch ein bisschen noch mehr hervortreten. Also es ist wieder Feinstarbeit gefragt, wie ihr sehen könnt. Ich mache jetzt dann einmal diese Seite da und dann schön eine Seite nach der anderen und zeige dann euch wieder das Endwerk. Ich wollte nur zeigen, wie das jetzt gemacht wird von meiner Seite her, damit das dann auch wirklich gut wirkt. Wie gesagt, dann wieder mit Alexander mit einigermaßen verdünnten. Wenn ich zu viel erwische, dann nehme ich nochmal Wasser oder nochmal drüber, damit das wirklich dann sich das nicht zu dunkel wird. Könnt auch diese Ritzen hinein. Auf jeden Fall, meiner Meinung nach, kriegt das jetzt wirklich dann noch einen sehr guten Realismus. Da oben, das wäre es ja auch zeigen, da kommt ja dann braun, weil ja da Erde, wie ich sie auf der Vorlage sehe, bis da hinunter geht. Durch das Regenwasser wird es da hinuntergeschwommen. Teilweise wächst dann noch eben Gras oder Pflanzen bis da hinunter. Ja, das werdet ihr dann alles noch sehen. Ich zeige das jetzt einmal so schräg, dass es noch besser hoffentlich sichtbar ist. Also, war da hinein in die Ritze mit diesen, der wirklich sehr schmal ist, dieser Pinsel. Gut, wenn ich das gemacht habe, dann nehme ich noch ein bisschen mehr Wasser. So wie da habe ich jetzt zu stark erwischt, da tue ich dann nochmal drüber. Und dann kann sogar noch frisches Wasser dazu nehmen, damit ich das noch mehr verteile, dieses Schwarz, damit es nicht zu schwarz wird. Es sollen ja hauptsächlich die Ritzen sehr stark mit diesem Schwarz hervorgehoben sein, nicht eben die gesamte Fläche. Aber um das andere auch ein bisschen die Struktur noch besser hervorheben zu können, kommt dann natürlich auch ein bisschen ganz verflüssigtes Schwarz dazu. So, schnell, bevor ich noch was vorhabe, wie ihr dann der Krawatte sehen könnt. So schaut es jetzt aus, nachdem ich mit wässrigem Schwarz drüber gegangen bin. Das habe ich eh gezeigt. Jetzt schaut es noch, wie soll ich sagen, eigentlich noch besser aus. Ich wollte das jetzt unbedingt, ich habe ja auf der Anlage selber noch nicht viel gemacht in diese Richtung, aber ich wollte das jetzt endlich einmal mit dem da machen, damit ich da mal wirklich sehe, wie das klappt und wie ich das machen kann. Ja, und das gefällt mir gut. Ja, der nächste Schritt ist jetzt da gewesen, dass ich den oberen Teil erdfarben mache mit einem Braun. Ich habe vorher eben aus den Schotterungen für Gleis, das habe ich zerkleinert noch, gepresst, wie sagt man, zerstoßen, dass es noch feiner wird. Da habe ich mit einem Glanzspray oder durchsichtigen Lack eben draufgesprüht und dann diese Steine raufgeben. Ich weiß nicht, ob man, wenn ich ganz drüber gehe, müsste man eigentlich diese Steine sehen ein bisschen, dass das auch ein bisschen Unebenheiten hat. Ihr seht auch, dass ich da ein bisschen drüber gehe mit der Malung des Brauns, weil ich auch gesehen habe, dass die Erde oft bis dann nach unten mit dem Regen hinuntergewaschen wird. Also, dass das so realistisch wie möglich ausschaut. Ja. Und jetzt da müssen wir das Ganze dann trocknen lassen. Da sehe ich noch eine Stelle, die noch nicht gemacht wurde. Ich habe das Braun recht verflüssigt. Und jetzt müssen wir das schön trocknen lassen und dann können wir mit dem Begrünen beginnen. Also jetzt, wo es trocken ist, sieht man auch schön die Körner, glaube ich. Das sieht man auch jetzt auf dem Video. Ich
Also die Steinchen, die habe ich ja jetzt von der Schotterung genommen. Vorher schon mit einem Fixierlack raufgeklebt. Aber wir werden heute noch andere Sachen machen. Und zwar, habe ich da noch so einen braunen, ganz feinen Sand. Das werden wir ein bisschen vielleicht drauf tun. Dann habe ich da Streumaterial hellgrün, auch etwas dunkleres Grün. Dann habe ich hier noch diese Grasbüschel. Mal schauen, ob ich die auch aufgebe. Und dann generell von noch dieses Streugraswiese. Kleber verwende ich jetzt da auch, weil ich das schon gekauft habe, vom noch den Graskleber. Und dann habe ich da vom Busch noch diesen Bodenschotterkleber. Alles selbst gekauft. Keine Werbung jetzt in dem Sinn. Kann man natürlich auch von anderen Händlern oder anderen Firmen besorgen. Ja, wir müssen jetzt da heroben sozusagen teilweise grün machen. Teilweise werden wir Wege machen, wo die Leute eben marschierten oder marschiert sind und deswegen es einen Weg gibt. Und ja, ich mache das erste Mal. Mal schauen, wie ich da zurechtkomme. Hab da auch einen Grasstreuer oder wie man das nennt, mir besorgt. Mal schauen, wie ich mit dem zurechtkommen werde. Hoffe ich gut. Ja, dann fangen wir mit dem Ganzen einmal an. So, jetzt seht ihr mit dem Kleber, wobei ich das nicht direkt aufgetragen habe, sondern mit einem auf den Pinsel gegeben habe und damit einen Pinsel aufgetragen habe, weil sonst da zu viel Kleber drauf ist. Und mit diesem Sand habe ich jetzt einmal die Gehwege oder die Wege, wo halt niedergetreten ist, gemacht. So schaut das jetzt einmal mit dem aus. Nehmen wir mal an, wenn das trocken wird, wird das wieder ein bisschen heller. Schauen wir mal. Dabei passt es mir. Sonst müssen wir dann nochmal was machen. Gut, jetzt geht es weiter. Würde ich sagen, einmal mit einem ganz hellen Streumaterial. Das machen wir mal drunter. Und dann gehen wir mit dem dunkleren drüber. Jetzt einmal, also ich habe da und da Kleber draufgegeben. Und jetzt da gebe ich das mit den einfach mit dem das in die Finger ganz fein dann rauf lass und dann auch noch mit dem Finger ein bisschen drauf dreck. Den Rest dann nochmal da drunter. Gut, so schaut das jetzt dann aus einmal. Mit diesem helleren so, Grün probieren wir es einmal. Also ihr seht, ich habe es da eine Nadel reingesteckt, weil ich so gesehen habe in den Filmen und das angeschlossen und jetzt da probieren wir halt einmal. In der Hoffnung, dass das auch so hinhaut, wenn man das vorstelle. Ich habe eben, wie ihr sehen könnt, überall schön den Kleber raufgegeben. Ich will jetzt einmal nicht so viel reingeben. Schon vorbei, fast verbraucht. Aufpassen muss man auf dieses Kabelzeug da, dass man das nicht berührt. Trotzdem, dass da nur zwei AA-Batterien drin sind, fetzt es dann ganz schön. Habe ich leider müssen feststellen. Gut. Und jetzt da tun wir schauen, dass wir da überall so viel mit darauf geben. Ich
schauen, was einmal so schon runterfällt. Naja, schaut gar nicht so schlecht aus, finde ich. Gehen wir da jetzt den noch drauf. Wow. Also ich finde es jetzt recht toll. Recht natürlich. Muss ich sagen. Ich werde zwar da noch ein bisschen bei den Wegen, ein bisschen. Ja. Seht ihr, ein bisschen bei den Wegen tun wir das ein bisschen weg. Die wieder ein bisschen rauskommen. Passt. Gut. Da habe ich noch Büsche raufgesetzt. Und die allzu großen, weil die sind am Rand von einem Meerklippe nicht so groß. Und ja, ich finde, schaut jetzt recht super aus. Klebertropfen drauf geben und jetzt schaut das recht real aus. Also ihr seht den Weg, ihr seht das Gras, ihr seht eben die Büsche. Passt. Wir sind eigentlich mit diesem Stück dann fertig und können es dann zufügen zur Anlage. So, fertig. Noch ein paar Tipps. Wenn ihr das Gras macht auf einer Fläche, eben wenn ihr so Einzelstücke habt, auf einer sauberen Fläche, damit ihr das Gras auch wieder hinein mit einem Pinsel in die Packungen hineinbekommt und es sauber bleibt. Sonst müsst ihr so und so einen kleinen Staubsauger oder was verwenden, um den Rest wieder herunterzusaugen, wenn das eben die Landschaft selber ist. Ihr seht ja, der Felsen ist wirklich wunderschön geworden, schaut auch wirklich dem Original sehr ähnlich. Zweiter Tipp ist, eben wenn ihr diesen Weg macht und ihr auf dem Kleber so eine Düse habt, verwendet nicht die Düse, indem ihr mit der Düse drauf tropft, sondern tropft auf einen Pinsel auf und gebt dann das mit dem Pinsel drauf. Es ist einfach so, dass es dann dieser Sand, den ich da jetzt verwendet habe, dieses bräunliche, nicht so stark eben ansaugt und nicht dann so dunkel wird. Jetzt hat es halt nicht so gut ausgeschaut, ich habe das runtergegeben und jetzt schaut es wirklich gut aus. Man sieht wirklich, als würde da jetzt Sandwege sein, Erdwege, die eben durch das ständige Begehen entstanden sind. Unten in der Beschreibung steht ja auch, was ich da alles verwendet habe. Es, wie gesagt, es wird dann noch rundherum natürlich gleich werden, dann wird das noch besser ausschauen. Ich möchte einfach Danke sagen, dass ihr mir zugeschaut habt. Vielleicht war der ein oder andere Tipp dabei. Und vielleicht könnt ihr wieder einen Daumen da lassen oder ein Abo, falls ihr neu seid. Würde mich freuen, euch öfters zu sehen. Ihr werdet sehen, es gibt noch vieles, eben was gemacht wird. Hier wird ja dann die Oberschicht noch einmal neu gemacht. Die möchte ich eben mit einem Klettverschluss rauf sozusagen kleben, damit man das immer runternehmen kann, falls es im Tunnel ein Problem gibt. Hier die Steinbrücke mit das nächstes weitergemacht, die eben als Straßenbrücke da herunter verlaufen wird und auch noch, was ich gerade dabei bin, eine Kleinbahnlok eben zu digitalisieren. Das ist schon gelungen. Die Lämpchen, mit denen habe ich noch ein bisschen ein Problem. Da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten, aber auch das wird noch zu schaffen sein. Also viel Freude weiterhin auf meinem Kanal.